Oft sind es die Kleinigkeiten im Leben, die einen wahnsinnig machen können. Da hat man gerade mühsam ein Beet im Garten gejätet, den ganzen Löwenzahn, Giersch und die Ackerdisteln rausgerissen, eine riesige Wanne voller Unkraut. Das Beet schaut richtig gut aus. Und nur ein paar Tage später ist das Unkraut wieder da, als ob man nie irgendetwas an dem Beet gemacht hätte. Da hat man das erste Mal die neue Hose an und sofort ist ein Fleck drauf. Da gibt es wunderschöne Wege und Orte, aber man kann nicht hin, weil der Eichenprozessionsspinner in den Bäumen sitzt. Ich gebe es offen zu, bei mir reichen solche Kleinigkeiten aus, dass ich mir manchmal denke, warum ist die Welt so? Warum können Dinge nicht einfach mal klappen? Warum tun wir so viele Sachen, die überhaupt keinen Bestand haben? Und das sind ja eigentlich nur die Kleinigkeiten. Andere Menschen haben mir in den letzten Wochen erzählt, ich habe in mein Geschäft so viel Zeit und Energie und Herzblut reingesteckt. Das ist wirklich mein Lebenswerk. Und jetzt kann es sein, dass ich dicht machen muss, wegen Corona. Auf einmal. Das ist doch nicht fair, oder? Wir hatten uns so auf unser Kind gefreut. Aber dann, als unser Sohn da war, war uns sehr schnell klar, dass er kein normales Leben führen kann. Er braucht unglaublich viel Aufmerksamkeit und Pflege. Ich musste meinen Job aufgeben, um für ihn da sein zu können. Ich liebe meinen Sohn über alles, aber trotzdem, ich hatte mir mein Leben anders vorgestellt. Der heutige Sonntag heißt Judica, die lateinische Kurzform für Gott, schaffe mir Recht. Gott, schaffe mir Recht. Hinter diesem Ruf steht die Frage, Gott, warum ist die Welt manchmal so? Warum gibt es diese tausenden nervenden Kleinigkeiten? Warum gibt es Krankheiten und Unfälle? Warum kommt so etwas wie Corona aus dem Nichts und macht mir alles kaputt? Im Hebräerbrief, unserem heutigen Predigttext, heißt es im 13. Kapitel, darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Hebräerbrief gibt uns einen Hinweis. Diese Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Sie ist keine bleibende Stadt, in der wir auf ewig sicher und glücklich leben können. Wenn wir Menschen begraben, dann sagen wir es noch klarer und deutlicher, wenn wir die Offenbarung lesen und dort die Hoffnung hören, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Oft hören wir das und denken daran, dass wir persönlich später einmal ein neues und besseres Leben haben werden oder kurz im Himmel sein werden. Aber da steckt mehr drin. Wir werden in einer neuen und besseren Welt leben. Der neue Himmel und die neue Erde, die zukünftige Stadt, das gilt nicht nur für uns, sondern für die ganze Welt. Paulus schreibt, wir wissen ja, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt. Wir Menschen warten auf unsere Erlösung. Genauso tut das die ganze Welt. Genauso, wie wir Menschen vieles in uns tragen, das uns von Gott trennt, ist es auch in der Welt. Genauso wenig, wie wir Menschen perfekt sind, ist unsere Welt perfekt.
Das spüren wir jeden Tag. Wir haben keine bleibende Stadt. Tröstet uns das? Hilft uns das? Nein, das macht unser Leid und das ganze Unrecht nicht kleiner. Vielleicht hilft es ein wenig, nicht in diesen "Warum ist die Welt so?" stecken zu bleiben, sondern das Beste daraus zu machen. Das Problem ist natürlich, wenn man nur auf eine zukünftige Stadt, auf einen neuen Himmel und eine neue Erde wartet, vergisst man, hier zu leben. Oder noch schlimmer, man verbietet es sich selbst, hier glücklich sein zu dürfen. In vielen Kirchenliedern finde ich das ziemlich problematisch, wenn man zum Beispiel zu Gott singt: Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Das klingt ein bisschen so, als ob der neue Himmel und die neue Erde einem nur offen steht, wenn man hier genug gelitten hat. Gott will, dass wir leiden? Vielleicht tröstet das den einen oder anderen. Aber ich glaube, das stimmt so nicht. Die Welt ist ja nicht nur schlecht. Genauso wenig sind wir Menschen ja auch nur schlecht. Wenn der Hebräerbrief sagt, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, dann meint er nicht, dass wir hier leiden und unglücklich sein müssen. Er erinnert uns nur daran, dass diese Welt nicht so ist, wie wir es uns wünschen. Und dass sie nicht das Einzige ist, das wir haben. Wir dürfen und wir sollen diese Welt auch genießen. Freude haben, einfach leben. Aber wir sollten auch daran denken, dass nichts auf der Welt immer so bleibt, wie es ist. Weder das Gute noch das Schlechte. Amen. Danke, dass Sie reingehört haben. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, dürfen Sie es gerne auch in die Kommentare schreiben. Und nun gehen wir in diese neue Woche unter dem Segen unseres guten Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.